Sturmgewehr, Luftgewehr und Sportpistole. Heute ist in der Region Schaffhausen an 3 verschiedenen Schiessplätzen um die Wette geschossen worden. Zum 60. Mal ist heute das traditionelle Jugendschiessen über die Bühne. Jugendliche aus dem ganzen Kanton haben sich zum Jubiläum im Schiessen gemessen. Wir sind heute beim Schiessstand und haben den jungen Schützen über die Schulter geschaut. Gewehr ansetzen, Ziel visieren und abdrucken. Im Schiesszentrum Biecht Schaffhausen ist heute höchste Konzentration angesagt. Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren haben heute im Rahmen des Jugendschiessen die Möglichkeit, den Schiesssport kennenzulernen. Zwei davon sind der Michi und der Simon aus Merishausen. Sie sind mit ihrem Onkel heute zum ersten Mal am Schiessstand. Bist du ein bisschen nervös? Bisschen. Und du? Ja, schon ein bisschen auch. Aber ich hoffe, dass es gut geht. Als erstes gibt es von den Schiesslehrern eine kurze Einführung in den Schiesssport. Das A und das O beim Schiessen ist nebst dem Treffen vor allem die Geduld. Ja, also man muss eine tief einschnaufen, im Moment die Luft können anhalten, bis der Schuss draußen ist. Und dann ist man auch ruhiger und dann geht der Schuss in der Regel auch richtig weg. Und dann geht es auch schon los. Als allererstes kommen die Buben an den Pistolenstand. Da heisst es zum ersten Mal eine Waffe in die Hand nehmen, die Nerven behalten und dann schiessen. Ablegen. Insgesamt 3x3 Schüsse haben die jungen Schützen zu gut. Ziel ist es natürlich, möglichst in die Mitte zu treffen. Fürs Erste also keine schlechte Ausbeute. Nach der Pistole geht es gerade weiter zum Kleinkalibergewehr. Da heisst es anliegen und ebenfalls die Nerven behalten. Damit beim Jugendschiessen nichts passiert, ist immer ein Schiesslehrer mit den Jugendschützen am Schiessplatz. In den letzten 60 Jahren ist beim Jugendschiessen noch nie ein Unfall passiert. Das erste Mal eine Waffe in der Hand haben, ist aber für viele Junge nicht ganz ohne. Es hat Einzelne, die Angst haben. Wir haben auch schon, Einzelne, die wir zum Stand ausnehmen mussten, weil sie so Angst hatten, dass wir müssen sagen mussten, jetzt kann es sein, dass das Kind belagert wird und unbedingt die 6 Schüsse oder 8 Schüsse, die man schiessen müssen, dann tut man abbrechen und nimmt das Kind raus und tut es wieder betreuen. Mittlerweile sind es gut über 100 Jugendliche, die Jahr für Jahr am Jugendschiessen teilnehmen. Vor 60 Jahren war das Schiessen allerdings noch um einiges beliebter gewesen. Zu Spitzenzeiten haben bis zu 900 Schaffhauser am Jugendschiessen mitgemacht. Allgemein hat der Schiesssport in den letzten Jahren mit Imageproblemen zu kämpfen. Hinter dem Jugendschiessen stecken darum nebst der Freude auch klare Hoffnungen. Ja, wir hoffen, dass die Einzelnen später in den Jugendschützenkurs gehen und wenn sie dann ihren Dienst gemacht haben, dass sie nachher in den Schiessverein eintreten. Für den Simon und den Michi aus Merishausen ist das erste Erlebnis auf dem Schiessplatz auf jeden Fall gut ausgegangen. Ich finde es gut gegangen. Ist es so gewesen? Ja, also die Pistole ist einfach ein schwer zu heben. Wie war es für dich? Ja, schau, es war gut. Übrigens, die 10 besten der 3 Schiessplätze können am Samstag im grossen Finale gegeneinander antreten. Erst dann startet der beste Jungschütz vom Jahr 2011 fest. Ob das einer der beiden Merishauser ist, wird sich zeigen.